Deutsche Nachrichtendienste haben nach einem Bericht des Spiegel ein gemeinsames Projekt mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA betrieben. Ziel sei die Überwachung islamischer Extremisten gewesen. Dazu seien Informationen über mutmaßliche Dschihadisten und Terrorunterstützer in eine Datenbank eingegeben worden. Auf deutscher Seite waren dem Bericht zufolge das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst beteiligt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar wusste nach eigenen Angaben nichts von dem Projekt und kritisierte mangelnde Transparenz.